Wie das Gleiche, glaube ich nicht. Wir möchten jetzt für das große Finale alle unsere Kandidaten auf die Bühne bitten. Bambi Mercury! Natürlich Kahn! So. Wir haben spannenderweise nämlich ein Ergebnis. Aber bevor wir das Ergebnis verkünden, muss das rote Mikrofon angeschaltet werden. Denn wir bekommen nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung des heutigen Abends. Hallo, bin ich zu hören? Ja, das ist zu hören. So, meine Lieben, wen habt ihr zu eurer Top 3 gewählt? Ist es Bambi, die bombig blasende Bumsnudel? Gabi, die gierige Gerontengeliebte? Destiny, die durchtrainierte, durstige Damendarstellerin? Alice, die alternativ alternde Außendienstlerin? Lena, die lustige, langweilige Ladenhüterin. Beate, die betroffene, bedürftige Bergarbeiterin. Oder Kahn, der knackige Quotenkurde. So, und wer ist eure Top 3? Der knackige Quotenkurde hat mir am besten gefallen. Ja, das war seine Idee. Ich durfte das sagen. Ja, das oh mein Gott, Cora, was da ist. Ja. Cora hat das ergeben. Oh mein Gott. Ja, so, so sehe ich aus. Das ist überraschend. Ja, aber das gleiche ist auch unsicher. Das ist toll, das habe ich ganz oft an. Ja, ja. So. Ich muss mal spicken. Die Nummer 3, die diesmal wieder dabei sein muss, ist Alice. Nummer 2. Ich habe übrigens das mit meinem eigenen Kajal gemalt, weil ich keinen Stift hatte. Ja, besser da als auf meinem Auge. Die Nummer 2 ist Gabi. Zum dritten Mal. Ich war nicht wieder wählen, aber die muss nochmal ran. Und die Nummer 1. Es ist unglaublich, ich hätte nie damit gerechnet. Ich auch nicht. Ich war sehr überrascht. Es ist Bambi Mercury. Okay. Ja, wir hassen Bambi jetzt ein bisschen synchron, aber das Hass ist das größte Lob, was man eigentlich haben kann. Wir möchten uns ganz recht herzlich bedanken, natürlich, bei Uwe an der Kasse.